Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Schnallt euch besser an, denn dieses Mal geht's auf die Rennstrecke. Naja, also nicht direkt eine Strecke, eher so eine Rallye. Querfeldein ohne Regeln, was soll schon schief gehen? Euer Pedizzle, aka Palle, aka Patrick. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar lese ich heute Kapitel 1 von Palutens neuem Buch, und zwar der große Preis von Schmunako. Dies ist übrigens auch keine Werbung für Paluten. Das Buch habe ich mir selber gekauft. Paluten sponsort mich nicht. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Tütüt, Paluten wäre vor Schreck beinahe aus dem Bett gefallen. Er setzte sich mit einem Ruck auf und sah sich verwirrt um. Sonnenlicht fiel durch das Fenster seines Schlafzimmers, Vögel sangen und wummte eine müde Kuh. Es war noch früh am Morgen. Sogar seine kleine Hündin Zelli, die ihm vor dem aufregenden Abenteuer am gefährlichen Bermuda-Dreieck zugelaufen war, lag noch auf ihrem Kissen und gähnte. Dabei war sie eigentlich Frühaufsteherin. Tütüt! Was war das denn nur für ein Geräusch? Es klang, als hätte man eine Ente mit einem Elefanten gekreuzigt. Oh Gott! Und anschließend wie ein Waschlappen ausgehungen. Hoffentlich nicht. Irgendwie quaken, trompetend und gequetscht. Es hatte nicht nur Paluten geweckt, sondern auch seine Neugier. Er sprang aus dem Bett. Wollen wir mal nachsehen, was das ist, fragte er Sally. Das musste er nicht zweimal sagen. Sally bellte fröhlich, schüttelte sich und lief zur Tür. Dorft? Was denn Dorft? Hier am Ende steht eine 3, also muss man auf der Rückseite, also ich glaube, das ist eine, auf Seite 206 gucken und dann hier bei 3. Nein, das ist kein Tippfehler, sondern der tatsächliche Name des Orts. Nun gut. Ursprünglich war es schon ein Tippfehler, aber wer will denn so kleinlich sein? Wie es zu diesem Namen kam, erfahrt ihr in Folge 316 von Freedom auf YouTube. Die Folge verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die mal angucken, wie es zu dem Namen gekommen ist. Wachte gerade erst auf. Also das Dorf wachte gerade erst auf. Ein Hahn räusperte sich und schmetterte ein lautes Krähen heraus. Die Hühner, die neben ihm gestanden, und Körner vom Boden gepickt hatten, hielten sich erschrocken die Flügel an die Ohren. Eins schüttelte empört den Kopf, Paluten lachte. Heute hatten anscheinend alle einen etwas unsanften Start in den Tag. Tütüt! Das Geräusch kam vom Dorfplatz. Paluten ging neugierig in diese Richtung. Sein Weg führte ihn an Edgars Haus vorbei. Sein bester Freund öffnete gerade die Tür. Guten Morgen, du Schlafmütze, rief Paluten. Das meinte er wortwörtlich, denn das kleine Schwein trug eine weiße Mütze auf dem Kopf, deren Bommel neben seinem Kopf baumelte. Verschlafen blinzelte er Paluten an. Willst du auch nachsehen, was das für ein Lärm ist? Paluten nickte und zeigt nach vorn. Das kommt vom Platz. Edgar
Ka wollte lostraben, aber Paluten hielt ihn mit einer Geste auf. Willst du zuerst die Mütze abnehmen? Edgar schielte nach oben. Er hatte wohl ganz vergessen, dass er noch eine Schlafmütze trug. Hastig streifte er sie vom Kopf und warf sie zurück ins Haus. Dabei fiel Paluten etwas anderes auf. Und vielleicht auch die Pantoffeln ausziehen, schlug er vor. Edgars Blick glitt zu seinen Hufen. Sie stecken in weichen braunen Bären. In weichen braunen Bärchenpantoffeln. Er wurde rot. So peinlich war ihm der Anblick. Mit einem Tritt, auf den sogar ein Pferd stolz gewesen wäre. Okay, befreite er sich von ihm. Sonst noch was? Fragte er seufzend. Paluten musterte ihn kurz, dann schüttelte er den Kopf und grinste. Nein, jetzt siehst du aus wie das stolze Abenteuerschwein, das mein bester Freund ist. Sally wedelte mit dem Schwanz. Als Edgar sich zu ihm gesellte, gemeinsam gingen sie weiter. Sie bogen um eine Ecke, dann betraten sie auch schon den Dorfplatz. Paluten war sofort klar, was den Lärm verursacht hatte, denn mitten auf dem Platz stand ein kleines türkisenes Auto. Das fand er schon spannend. Tütüt der Hupe. Nun die Türen öffnete und ausstiegen General Dieter und Professor Ente, rief er begeistert. Er gab dem Wissenschaftler und dem General die Hand. Die beiden hatten jedoch nur Augen für Sally, die schwanzwedelnd um sie herumlief. Der Professor ging in die Knie und streichelte die kleine Hündin. »Wer bist du denn?« »Das ist Sally«, sagte Paluten stolz. »Sie gehört jetzt zur Familie.« Die kleine Hündin bellte zustimmend. Edgar wandte sich an General Dieter. Das weiße Huhn putzte sich gerade das Gefieder. Im Dorf wurde oft Witze darüber gemacht, dass ein Wissenschaftler namens Ente und ein Huhn die besten Freunde waren. Warum muss man denn da Witze machen? Na gut, ich schließe mal weiter. Wie war denn eure Reise? Fragt Paluten. Der General wackelte mit dem Kopf. Unser Missionsziel haben wir erreicht, sagte er militärisch zackig. Wir konnten 70% der Landmasse kartografieren und zahlreiche Entdeckungen machen. Okay, ich werde dazu noch einen Bericht verfassen und ihn allen Interessierten zukommen lassen. Ich rechne mit mindestens 800 Seiten. Das klingt anstrengend, sagt Paluten. Professor Ente lachte, während er Sally weiter kraulte. Dieter drückt sich gern ein wenig trocken aus, aber das war wirklich eine ganz tolle Reise. Wir haben so viel erlebt. Seine Augen leuchteten, während er sich daran erinnerte. Wir waren in einem Urwald und haben Papageien kennengelernt, hervorragend für Luftaufklärung geeignet. Schwach unter Wasser, warf General Dieter ein. Dann haben wir eine Biberfestung besucht.
Was für großartige Baumeister, fuhr der Professor fort. Dieter nickte. Diese Festung würde selbst schweren Beschuss standhalten. Was man von der Stadt der Roboter leider nicht sagen kann. Roboter? Fragte Paluten und Edgar gleichzeitig. Professor entnickte. Da gab es Wolkenkratzer aus Stahl und Glas und alles blinkte und leuchtete bunt. Die hatten Robotervögel, Roboterfliegen, Roboterfische und sogar Roboterhunde. Sally legte den Kopf schief, als wüsste sie nicht, wieso jemand einen Roboterhund haben wollte, wenn es doch echte gab. Wir haben dort viel von unserem Leben hier im Dorf erzählt. Der Professor richtete sich auf und klopfte sich Hundehaare vom Laborkittel. Und natürlich von unseren Freunden auch, von dir, Paluten. Was habt ihr denn erzählt? Fragte Paluten neugierig. Professor Ente öffnete den Mund, aber General Dieter kam ihm zuvor. Nur was nicht der Geheimhaltung unterliegt. Darauf hab ich geachtet, obwohl mein Kollege hier nicht ganz so vorsichtig war. Dabei warf er dem Professor einen strengen Blick zu. Ente schmunzelte. Die Roboter sind nicht unsere Feinde, im Gegenteil. Und sie waren ganz begeistert von dein. Edgar schloss rasch ein. Von euren Abenteuern? Wirklich? Fragte Paluten. Das machte ihn ein bisschen stolz sogar. Stolz, Punkt. Sogar Edgar hob die Schweinenase und schien etwas größer zu werden. Fuhr der Professor fort. Warte. Sie waren so begeistert, dass sie euch in ihre Stadt eingeladen haben, fuhr der Professor fort. So, jetzt ist es richtig. Dort findet bald ein großes Autorennen statt. Die Roboter möchten möglichst viel unterschiedliche Fahrer dabei haben. So. Heute ist noch früh am Morgen. Um von ihnen zu lernen. Sie würden sich sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. Dieter sah Edgar an. Wir haben ihn allerdings erklärt, dass du dich nicht gern an Einsätzen beteiligst, sondern lieber zu Hause bleibst. Abenteuer liegen dir nun mal nicht. Edgar erwiderte seinen Blick. Ich würde aber sehr gerne mitkommen, sagte er. Ein Moment lang herrschte Stille. Paluten sah seinen kleinen Freund verblüfft an. Ebenso Professor Ente und General Dieter. Sogar Sally setzte sich verdutzt hin. Echt? Fragte Paluten, der sich als Edgar von der Überraschung erholte. Edgar nickte. Ich würde mir unheimlich gern eine Stadt voller Roboter ansehen. Da gibt es bestimmt tolle Sachen zu entdecken. Stimmt, sagte Paluten rasch, als er sah, dass General Dieter den Mund öffnete. Er wollte bestimmt etwas über strategische Bedeutung oder militärische Notwendigkeit erzählen. Irgendwas Langweiliges. Das hätte Edgar vielleicht von seiner Idee abgebracht. Das wollte Paluten nicht. Es freut ihn, dass Edgar ausnahmsweise mal nicht zu einem Abenteuer überreden musste. Aus dem Augenwinkel sah er, wie die ersten Dorfbewohner aus ihren Häusern kamen und sich das Auto anzusehen. Alle tuschelten aufgeregt und zeigten darauf.
Wenn du mitfährst, musst du natürlich auch am Rennen teilnehmen. Edgar, warf Professor Ente ein. Paluten kann nicht gleichzeitig fahren und die Karte lesen. Das kleine Schwein zögerte einen Moment. Das stimmt, Also Claudia und Edgar Junior sind gerade bei Claudias Mutter. Sie wollen 2 Wochen bleiben. Und ich verspreche dir, dass wir vor ihnen zurück sein werden, sagte Paluten, bevor es sich Edgar anders überlegen konnte. Und wir werden uns in der Stadt der Roboter alles ansehen, was du möchtest. Er ging in die Hocke und hielt Edgar die Hand hin. Das kleine Schwein schüttelte. Das kleine Schwein schüttelte sie mit einem Huf. Einverstanden. Wie heißt die Stadt überhaupt? Fragte er dann Professor Ente und Dieter seufzend. Unsino, das ist nicht so ein Robot, versuchte es Ente. Dieter verhaspelte sich und kam nicht weiter. Robopolis. Der Wissenschaftler gab kopfschüttelnd auf. Roboterpolis? Fragte Edgar. Das Wort ging ihm ganz flüssig über die Lippen, so als hätte er nie etwas anderes gesagt. Ente und Dieter sahen ihn staunend an. Ja, sagten sie gleichzeitig. Paluten hatte noch nie von einer Roboterstadt gehört. Er nahm an, dass sie ziemlich weit weg war. Sonst hätte er doch von ihr wissen müssen. Wie sollen wir denn nach Seine Zunge verknotete sich fast in seinem Mund. In diese Roboterstadt kommen. Sie ist ziemlich weit weg, sagte Ente, was seinen Verdacht bestätigte. Zu Fuß würdet ihr viel zu lang brauchen. Da wäre das Rennen, da wäre das Rennen zu Ende, bevor ihr ankommt. Deshalb haben die Roboter uns dieses Auto mitgegeben. Es wird euch nach Rob in die Stadt bringen. Darf ich das Auto fahren? Fragte Paluten, als Ente nickte, grinste er betrachtet. Nee, warte. Begeistert, so. Ui. Ich wollte schon immer mal Auto fahren. Nee, Paluten, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Wir kennen doch alle deine Fernbus-Simulator-Videos. Da fährst du nicht so gut. Ja. Aber er hat ja einen echten Führerschein. Vielleicht fährt er ja im Buch besser. Hoffen wir es mal. Ui, ich wollte schon immer mal Auto fahren. Doch dann betrachtete er das kleine türkise Fahrzeug genauer. Es hatte überall Kratzer und Beulen. Der Lack war abgeblättert, die Türen verrostet und es stank ziemlich unangenehm nach Öl. Er runzelte zweifelnd die Stirn, als er an die lange Fahrt dachte. Das ist aber ein ziemlich Schrotthaufen, oder? Ente und Dieter grinsen. Junge. Ist aber ein ziemlicher Schrotthaufen,
Oder Ente und Dieter grinsen, entsetzt die Augen auf. Entschuldigung, sagt das Auto klänglich. Edgar machte einen erschrockenen Satz nach hinten. Sally bellte und legte die Ohren an. Paluten fiel die Kinnlade herunter. Das Auto konnte sprechen. Das tut mir wirklich leid, sagt Paluten ehrlich. So, das war jetzt Kapitel 1. Kapitel 2 lese ich in Teil 2 vor. Ich war heute noch ein bisschen müde. Wie spät haben wir es eigentlich? 8.38 Uhr haben wir es. Ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für mehr solche tollen Videos und dann haut rein. Ciao.